unsere Spieler des Tages heute mit der Nummer 9, Gudjon Vallur. Und natürlich unser Keeper im Tor, die 12, Andreas. Kommt zu mir, ihr beiden. Palle, warte, ich stehe in der Kamera, da ist die Kamera. So, jetzt habe ich auch noch zufälligerweise zwei Ex-Kieler bei mir. Ist das ein besonderer Sieg heute für dich? Sehr besonder natürlich, ja. Für dich auch, Gogi, oder? Gegen Kiel zu gewinnen ist immer auch was Besonderes für euch. Nee, es sind nur 2 Punkte. Okay, alles klar, haben wir das auch geklärt. So, wenn wir über das Spiel sprechen, am Anfang seid ihr nicht so ganz reingekommen und nachher habt ihr euch richtig in den Rausch gespielt. Kiel erwartet schwere Gegner heute. Warum ist da am Anfang immer so ein bisschen der Wurm drin? Ja, man muss ja halt sagen, dass der Landin, also er hat ja überragend gehalten. Der erste Halbzeit, der holt ja so 6-7 richtig frei heraus. Und ich finde, wir spielen eigentlich 60 Minuten sehr stabiles und gutes Handball. Also Abwehr sowieso und in Angriff auch sehr strukturiert und gut. So müssen wir sagen, haben wir 60 Minuten ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Sprechen wir natürlich darüber, dass es in 2 Tagen das nächste Spitzenspiel gibt. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Gegen Hannover-Burgdorf. Es wurden 5 Meisterkandidaten genannt. Burgdorf war nicht mit dabei, aber die stehen oben. Wie kurz ist jetzt die Zeit oder wie macht ihr das, dass ihr euch jetzt so schnell auf den nächsten Gegner vorbereitet? Essen, schlafen, Video gucken, essen, schlafen, spielen. Gut. Aber eines möchte ich sagen. Ich möchte euch, die Fans, ich kann nur vielen Dank sagen für heute. Das war eine Wahnsinnsstimmung hier in der Halle. Und genau. Was für eine Stimmung. Und wir haben klar noch 2 Spiele diese Woche, aber was ihr heute abgeliefert habt, ich weiß, dass Bülent Ceylan, Uwe Gensheimer und Kim Ekdal-Durier hier in der Halle waren, aber wenn die am Dienstag hoffentlich nochmal kommen, dann könnt ihr genauso viele kommen. Aber Hut ab, was ihr heute geleistet habt. Vielen Dank!